bleiben. Immer. Immer. So, ich glaube, ich will, wir fangen an. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich möchte danke sagen, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich ganz besonders, dass wir da hier in Wien so dürfen, das präsentieren. Mein Name ist Konrad Johann. Ich bin Landwirt, Milchbauer und Rindermäster aus Oberösterreich. Ich bin Gründer der AGÖ. Die AGÖ ist gegründet worden vor 30 Jahren als kleiner Stammtisch, wo man gemeinsam einkaufen tut, unter drei Säulen: Einkauf, Vermarktung, Information. Und die letzten Jahre ist die AGÖ riesengroß geworden. Die AGÖ hat sich österreichweit zu einer Macht gebildet, wo sehr viele Bauern sehen, da steht wer dahinter, die was aber irgendwo eine Hoffnung sehen, dass sich was verändert einfach. Die AGÖ hat momentan über 18.000 Mitglieder, Familienmitglieder natürlich auch, wo Kinder mit Kinderkanal alles dabei ist, wo wir wirklich sehr groß auftreten für die Anliegen der Landwirte einfach. Und es ist sehr wichtig einfach, dieses Regierungsprogramm, wenn man sich einfach nicht verlassen kann, dass das andere für uns machen. Wir sind diejenigen, die was wissen, um was geht. Wir haben die Kompetenz der Betroffenheit. Ich habe heute um 4 Uhr früh das Melken angefangen, damit ich nicht da sein kann. Wir wissen es, wie es funktioniert, wie es geht. Ich kann nicht reden von der Börse oder Bankgeschäfte, aber von dem, was ich lebe und was ich mache, und das ist Landwirtschaft, von dem weiß ich Bescheid einfach. Ich sage nochmal danke, dass ihr gekommen habt und freue mich ganz besonders. Ja, auch ich darf die Gelegenheit nutzen und euch alle sehr herzlich begrüßen. Es freut mich besonders. Mein Name ist Martina Mittermeier, bin ebenfalls Milchbäuerin und habe heute auch die Ehre, mit der Stimme vieler Bauern und Bäuerinnen in ganz Österreich zu euch zu sprechen. Warum sitzen wir da? Die letzten 30 Jahre der Landwirtschaft haben wir uns in unserem Regierungsprogramm ganz genau angeschaut und unter die Lupe genommen. Wir wissen, aktuell Landwirtschaft zu machen, ist nicht einfach. Der enorme Flächenverbrauch tritt uns ganz gewaltig auf die Zehen. Es wird immer weniger Fläche zur Verfügung sein, die wir brauchen, um unsere Lebensmittel für alle zu produzieren. Wir sehen, dass die Erzeugerpreise nicht mit der Inflation mitgestiegen sind. Das war eine einkommensschwache Zeitraum und dass die Herausforderungen für die Landwirtschaft eine ganz, ganz große sind. Die Frage ist, viele fragen ja, für wen habt ihr dieses Programm überhaupt gemacht? Das Programm haben wir, und das betonen wir immer, wir sind eine überparteiliche NGO. Wir haben das Programm nicht gemacht, explizit für eine Partei, nicht für die FPÖ, nicht für die ÖVP, nicht für die SPÖ, sondern wir haben versucht, mit diesem Regierungsprogramm ein Samenkorn zu sehen, und wir werden schauen, welche Partei sich dieses Regierungsprogramm zunutze macht, wo unsere Worte auf fruchtbarem Boden fallen. Das werden wir ganz genau beobachten, wo auch unser Programm eine Chance bekommt zu keimen. Es ist sehr erfreulich, verkünden zu können, dieses Regierungsprogramm, da haben über 2000 Landwirte aus allen Sparten mitgearbeitet. Das heißt, dieses Programm ist ein Programm, das kommt, und der Hans sagt immer, es kommt aus der Kompetenz der Betroffenheit. Es kommt von Landwirten, die tagtäglich daheim in Stallgängen, und niemand genauer wissen kann, wo die Herausforderungen in der österreichischen Landwirtschaft liegen. Deshalb ist auch dieses Programm so wertvoll. Wir wollen auch mit diesem Programm dem Klischee entgegentreten. Viele sagen ja immer, ja, die AGÖ, die sagt, die macht ja immer nur Forderungen und bietet keine Lösungen an. Und diesem Klischee wollen wir ganz bewusst entgegentreten. Mit diesem Programm haben wir die Lösungen im Angebot. Der Manfred Muhr ist unser Ansprechpartner für dieses Regierungsprogramm bei allen inhaltlichen Fragen auch. Und ich darf jetzt auch auf ihn überleiten, damit er mehrere Worte auch inhaltlich und fachlich zu diesem Regierungsprogramm verliert. Ja, vielen Dank, Martina. Vielen Dank, Hans. Mein Name ist Manfred Muhr. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Ich bin also quasi mitunter oder mitverantwortlich also für dieses Forderungspapier und auch für dieses Arbeitspapier, das wir ganz bewusst auch Regierungsprogramm aus der Kompetenz der Betroffenheit heraus genannt haben. Die Martina hat das bereits erwähnt. Wir haben aus unserem AGÖ-Netzwerk, das also aus mehr als mittlerweile 67.000 Teilnehmern besteht und das mehr 18.000 Betriebe abbildet, heraus versucht,
nachdem im Wahlkampf und auch davor Landwirtschaft und auch der ländliche Raum keine wesentliche Rolle gespielt hat, dass wir das nicht unversucht lassen und auch dementsprechend, wie bereits erwähnt, aus der Kompetenz der Betroffenheit heraus, aus unserem Netzwerk, aber auch aus der Praxis und auch aus den quasi Experten im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, und das sind ja die Bauern, die ja tagtäglich da quasi in der Schule und auch im Stall stehen, dementsprechend ein Regierungsprogramm auch abzubilden. Das ist sehr umfangreich geworden. Wir haben also 54 Punkte drinnen abgebildet. Da sind ein paar auch ja, restriktive Punkte dabei. Und zusammenfassend kommen wir auf drei wesentliche Säulen. Die erste Säule ist der Bereich der Bürokratieabbau und durch das Prinzip des Hausverstandes ersetzen, was über die letzten Jahrhunderte eigentlich gut funktioniert hat. Man muss nicht alles reglementieren, da kommen wir dann noch auf ein paar Thematiken. Das zweite ist Einkommen steigern und Arbeitsplätze, Bauernhöfe auch in der Struktur erhalten. Wir wissen ja, dass also laut Landwirtschaftsgesetz eine flächendeckende Landwirtschaft gesetzlich vorgeschrieben ist, der Erhalt der flächendeckenden Landwirtschaft, und wir haben es uns zum Ziel gemacht, dass das zu wenig ist. Es muss auch eine strukturerhaltende Landwirtschaft dementsprechend abgebildet werden. Und das Dritte, das ist jetzt keine Reihenfolge, aber diese drei Punkte sind also in etwa vom Ranking her gleich. Der dritte Bereich ist, ein faires Spielfeld schaffen, dass quasi auch unsere Standards für die Importware gelten. Und mit dem möchte ich vielleicht anfangen. Wir haben ja gesehen, dass also beim Thema der Vollspaltenhaltung da es weniger um eine Lösung gegangen ist, sondern mehr um das Abtasten von ideologischen Vorstellungen. Und dass man sich jetzt, und da dürfen wir uns auch bei der burgenländischen Landesregierung bedanken, dass sie also quasi einen eher mehr schlecht als recht Kompromiss jetzt nur aufgehoben haben und dass es bis jetzt doch keine Lösung gibt zum Thema der Vollspaltenhaltung und damit auch die österreichischen Schweinehalter, die eh immer weniger werden und wo wir eh ständig an Ernährungssouveränität verlieren, da jetzt ab Juni nächsten Jahres komplett in der Luft sind, da kann man ja nur hoffen, dass es bald auch eine Regierung gibt, beziehungsweise auch eine dementsprechende Lösung. Ändert aber nichts am Umstand, selbst wenn man sich jetzt auf das Jahr 2035 einigt, wo in Österreich die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden verboten sind, dass der Import von Schweinefleisch, sogar von Lebendtieren aus dieser Haltung sehr wohl nach wie vor erlaubt ist. Und das hat also mit Fairplay nichts zu tun und das hat uns auch die Putenproduktion ganz klar gezeigt, dass mit ständig höheren Auflagen, mit ständig neuen gesetzlichen, aber auch freiwilligen Vorschriften, die sprechen an das Thema arme Gütesiegel und da kommen wir auch noch dazu, wir massiv an Ernährungssouveränität verloren haben und im Grunde genommen das durch billige oder günstigere ausländische Ware ersetzt wurde, die zumindest nicht zu besseren Bedingungen produziert werden, als wie sie in Österreich produziert werden, nur der Bereich der Geflügelhaltung. Wir sind europaweit der Vorreiter, wenn man die Bestandesdichten bzw. auch die Tiere pro Quadratmeter betrachtet, auch in der gentechnikfreien Fütterung, nur wird es am Ende so teuer, dass es nicht gekauft wird, beziehungsweise im Regal liegen bleibt oder dann über Aktionen dementsprechend verkauft wird. Und das kann nicht im Interesse eines souveränen Staates sein, das kann aber auch nicht im Interesse der Bevölkerung, der Konsumenten sein, dass wir da also ständig an Marktanteilen verlieren und auch ständig in immer mehr Bereichen an Ernährungssouveränität verlieren. Das heißt, unser Zugang ist der. Entweder ermöglicht man es heimischen Bauern nach europäischen Standards zu produzieren oder unsere Standards müssen auch für die Importware gelten. Wenn das binnenmarktrechtlich nicht zulässig ist, dann muss zumindest Lebensmittel, die aus Rohstoffen hergestellt werden, die nicht zu unseren Standards produziert werden, auch dementsprechend gekennzeichnet werden. So nach dem Motto, dieses Produkt entspricht nicht den heimischen Tierschutzstandards oder wurde nicht nach diesen hergestellt. Alles andere ist auch nicht Fair Play. Und wir werden ja, kommen auch zum Thema Milch noch dazu, dass wir auch im Bereich der Milch im Großen und Ganzen vollumfänglich unterversorgt sind. Was uns auch ein bisschen irritiert hat, dass es im Jahr 2023, im Juni 2023 einen Rechnungshofbericht gegeben hat, als quasi als Folge der Corona-Pandemie, die Österreich ein schlechtes Zeugnis bei Lebensmittelkrisen attestiert hat. Das heißt, Österreich
war schlecht vorbereitet auf das Lieferengpässe, beziehungsweise wenn also Lieferketten zusammenbrechen, und Österreich ist nach wie vor schlecht vorbereitet. Und aus dem Grund wird es auch Aufgabe der Agrarpolitik, aber auch Aufgabe der Finanzpolitik sein, weil hier auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen wird müssen, dementsprechend neue finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit wir uns in so vielen Bereichen wie möglich vollumfänglich, so gut es auch die klimatischen Bedingungen oder auch die Produktionsbedingungen erlauben, ernähren können. Und aus dem Grund fordern wir eine quasi sogenannte Bauernmilliarde für Österreich, die über den gesamten GAP-Bereich, über den gesamten GAP-Zeitraum aufgeteilt wird, speziell für den Bereich, dass es dort also zu besonderen Investitionsmaßnahmen kommt, wo wir nachweislich massiv unterversorgt sind. Das ist also der Geflügelbereich, das ist der Fischbereich, das ist auch zum Beispiel der Gemüsebereich, dass wir also da vermehrt auch den Fokus drauf legen und hier mit höheren Investitionsmaßnahmen auch dementsprechend gegensteuern können und also auch da krisenresistenter werden und auch weniger abhängig von Importen aus dem europäischen oder teilweise auch aus dem internationalen Ausland. Das ist also eine wesentliche Forderung dazu. Dann das Thema der Herkunftskennzeichnung, eigentlich ein alter Hut, muss man mittlerweile sagen. Die haben sie ja mittlerweile jetzt seit Jahrzehnten verfolgt und seit Jahrzehnten auch eine klare Forderung ist, auch von Seiten der Land- und Forstwirtschaft, aber auch vor allem von Seiten der Konsumenten. Mehr als 80% der Konsumenten wollen eine klare, durchgehende Herkunftskennzeichnung, auch in der Gastronomie. Und deswegen steht auch heute symbolisch das Glasl Milch da, dass man also auch das Bekenntnis zur heimischen Milchwirtschaft, Kuhmilchwirtschaft, nicht Pflanzenmilchwirtschaft, weil da auch das heutige eine Aussendung gibt da dazu. Und wir fordern das nach wie vor, und zwar unmissverständlich. Und da darf ich auch eine Kritik an der bisherigen Bundesregierung äußern, die ganz klar sogar terminologisch festgelegt hat, dass bis zum Jahr 2021 zumindest für verarbeitete Lebensmittel eine klare durchgehende Herkunftskennzeichnung kommt. Wir wissen, es ist Corona dazwischen gekommen, okay, aber man hat auch in den letzten Monaten keinen Anlauf mehr unternommen, da dementsprechend hier das noch einmal, wie soll man sagen, in Angriff zu nehmen. Da waren wir also mit anderen Themen insofern beschäftigt. Diese Forderung ist von uns aufrecht. Verarbeitete Lebensmittel und natürlich auch dementsprechend Gastronomie allumfänglich. Und weil es ja immer auch Gastrosprecher gibt und Schellhörner und auch dementsprechend eine, weiß ich nicht wie, also der Gastropulka und was auch immer sagt und welcher bürokratische Aufwand da dahinter steckt, darf ich vielleicht ein Best-Practice-Beispiel nennen. Es gibt bei uns in Kärnten ein Restaurant, das ganz einfach, ganz unbürokratisch das macht, das nämlich die Lieferscheine neben der Garderobe aufhängt. Das heißt, neben der Garderobe sind die Lieferscheine des aktuellen Lagerbestandes analog zur Speisekarte ersichtlich, und damit kann der Konsument sofort entscheiden, der Kunde sofort entscheiden, okay, da haben wir zumindest ein bisschen einen regionalen Rohstoff dahinter, dementsprechend werde ich auch meine Auswahl treffen. Also der bürokratische Aufwand kann sich auch in Grenzen halten, man muss nicht alles besonders gut aufblähen. Wo wir es aber besonders gut aufgebläht haben, das ist nämlich der Übergang jetzt auch zum Bürokratischen für uns Land- und Forstwirte. Die Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte hat es geschafft, dass wir eine zweifelhafte Auszeichnung erhalten haben. Wir sind nämlich Österreichs Bauern, sind die mit Abstand bestkontrollierte Berufsgruppe, die es überhaupt gibt auf dem Planeten. Wir werden mittlerweile alle 3 Tage vom Satelliten, also unsere Flächen werden vom Satelliten überwacht, und das ist also nicht nur ein Ortobild, sondern auch ein Infrarotbild, ob der richtige Bestand draufsteht und was auch immer was alles. Im Gegenzug hat sich aber interessanterweise die Kontrollinstanzen nicht verringert. Ganz im Gegenteil, das führt jetzt zu Doppelkontrollen bzw. Mehrfachkontrollen. Und unser Betrieb, wir haben ja Hühner und Rinder, wir sind ja vor lauter Kontrollen und vor lauter bürokratischen Aufwendungen ja damit beschäftigt, da uns mehr Papiere zu lassen, als wir eigentlich dann zur Arbeit zu kommen. Und da ist unser Zugang ganz einfach, eine Reset-Taste einmal zu drucken, dass es also mit einer Kontrolle pro Jahr das Auslangen finden muss. Und wir stellen das auch in Frage, ob das weiterhin gut ist, dass die Zahlstelle AMA Marketing weiterhin auch Kontrollstelle ist.
Das ist einmalig, dass eine Kontrollstelle auch gleichzeitig die Zahlstelle ist oder umgekehrt. Wir sind der Meinung, dass zum Beispiel bei Bierbetrieben sehr wohl die gesamte Jahreskontrolle von Seiten der Bierkontrollstelle auch die AMA-Kontrolle abdecken kann mit einer sogenannten einmaligen Kontrolle im Jahr, um den bürokratischen Aufwand auch dementsprechend hintanzuhalten. Was wir noch brauchen, ist mehr Hausverstand, auch im gesamten in der gesamten Abwicklung der gesetzlichen Auflagen, aber auch der freiwilligen Auflagen, wenn man bedenkt, die Ausbringverbote für den Dünger, die an fixe Termine gerichtet sind. Wir würden uns eine Anpassung an die Vegetationszeiten wünschen, in dem Fall. Die Aufzeichnungspflichten, Weidehaltung zum Beispiel, ich will es gar nicht erklären. Das ist derartig dämlich und aufwendig gemacht. Entweder sind die Kühe draußen oder sie sind nicht draußen. Aber ich brauche das nicht nur extra dokumentieren, auf welcher Weide, wie viel GVE sind, da muss ich sie abtreiben und sonst noch in einer Richtung. Das ist ja in Wahrheit nur so, auf Kernbereich sagt man fast so mit Druck antratzen, also so, dass man irgendwie noch was findet im Falle einer Kontrolle. Wir müssen mit den Kontrollen, wir wollen auch das dementsprechend zurückgefahren wissen, wir verweigern keine Kontrollen, aber da passieren so viele Kontrollen parallel, gleichzeitig, die in Wahrheit so viele Überschneidungen haben, dass es da Synergieeffekte gibt, die man auch dementsprechend nutzen könnte. Das ist also zum Thema Bürokratieabbau. Natürlich können wir uns auch über die Landwirtschaftskammern dementsprechend unterhalten. Auch da würden wir uns wünschen, dass die einmal im Jahr 2000 oder im 21. Jahrhundert ankommen, dass man die Ärmel schon vielleicht einmal weglässt. Wir haben 9 Landwirtschaftskammern, die in Wahrheit alle dementsprechenden Bereiche abdecken, und in Wien haben wir nachher noch einen Verein darüber, der Landwirtschaftskammer Österreich, der in Wahrheit das gleiche nur einmal macht. Das könnte man auch nach dem Vorbild der Landeshauptleutekonferenz im Rotationsprinzip machen, dass man dort also, so wie es auch die Sozialversicherungsanstalt gemacht hat, mittlerweile Kompetenzzentren, das heißt das steuerrechtliche Kompetenzzentrum wäre zum Beispiel in Kärnten oder das Pflanzenbaukompetenzzentrum wäre in Niederösterreich oder was auch immer, da ließen sich immense Summen einsparen. Und dass wir als betroffene Bauern keine wesentlichen oder keine besonderen Freunde einer Zwangsmitgliedschaft sind, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Auch darüber sollte man in Zukunft einmal reden, dass es da möglicherweise die Landwirtschaftskammer oder die Berufsvertretung auch in dem Bereich entlassen wird, von dem sie uns immer so gerne erzählt, nämlich vom freien Markt, und sich selbst verfassungsrechtlich einzementiert und einbetoniert hat. Gilt natürlich analog für alle anderen Kammern auch. Ist ja klar, eine Zwangsmitgliedschaft führt also immer auch ein bisschen zu einer gewissen Trägheit in dieser Richtung. Und weil wir bei Landwirtschaftskammern sind, auch der Bereich des Einheitswertes, weil ja dort auch die Kammerfinanzierung sich davon ableitet, der Einheitswert ist eine Fiktion. Wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass der Hauptvergleichsbetrieb sich von einem fiktiven Betrieb ableitet. Da würden wir uns wünschen, und wir stehen hinter dem System der Pauschalierung, muss man doch dementsprechend anpassen. Wir stehen aber auch hinter dem System des Einheitswertes, weil es unbürokratisch ist und weil es auch für den Staat bürokratisch sich viel Aufwand erspart. Aber wenn, dann wollen wir den Einheitswert auch an reale Zahlen abgebildet sehen. Und da fordern wir, dass also ein realer Betrieb, also ein Hauptvergleichsbetrieb, dementsprechend umgesetzt wird, beziehungsweise auch sich die Landwirtschaftskammerumlage zukünftig nicht mehr vom Einheitswert ableitet, der die Einheitswertfeststellungen 2014 und 2015 also begleitet hat oder ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass die Kammer da ein bisschen in einer Zwiespalt ist, weil sie auf der einen Seite will, dass der Einheitswert hoch ist, auf der anderen Seite, logisch, weil sie sich daraus finanziert, andererseits aber für die Kammer die Abgaben dementsprechend auch niedrig halten möchte. Ein wesentlicher Bereich noch ist auch der Umgang mit den Handelskonzernen. Wir haben das jetzt gerade, also diese Thematik Spar und NÖM. Auch da vielleicht ein Satz noch dazu. NÖM und auch der Gruber Doberer, muss ich sagen, nicht NÖM, sondern MGN, der Lieferverein. Wir unterstützen auch diese Forderung nach höheren Preisen, ganz klar. Aber was da ein bisschen untergeht bei dieser gesamten Diskussion ist, und das wundert mich schon ein bisschen, dass alle österreichischen Molkereien eigentlich zu wenig Milch haben, um die Inlandsnachfrage vollumfänglich, das heißt in der gesamten Palette, abzudecken. Und das ist eine Diskussion, die komplett ausgeblendet wurde, die hat man also nicht einmal angeschnitten. Und gerade das ist zum Thema Ernährungssouveränität, auch jetzt hat sich ja das noch einmal beschleunigt. Wir liefern mittlerweile, also österreichischen Milchbauern über Liefergemeinschaften oder direkt, liefern mittlerweile zwischen 650 und 700 Millionen Kilo. Das ist also in etwa 20% der heimischen Milchproduktion unverarbeitet an deutsche und an Südtiroler Molkereien.
Und das bei einer Eigenversorgung von 111%, wissen wir, dass den österreichischen Molkereien damit zu wenig Milch übrig bleibt, um den Inlandsbedarf vollumfänglich abzudecken. Und diese Diskussion fehlt mir, weil sie uns Bauern auch massiv helfen könnte, unsere Forderungen noch an gerechten und an ehrlichen, fairen Produktpreis auch dementsprechend durchzusetzen und umzusetzen. Und da wundert mich wieder, dass von Seiten auch in diesem Spahn-Nemm-Konflikt von Seiten der offiziellen Berufsvertretung in der Person von Moosbrugger, LKÖ-Präsident, zwar eine laxe Presseaussendung ausgegangen ist, wir stehen hinter den Bauern, ja, aber was heißt das in der letzten Konsequenz? Das ist sogar in der Presseaussendung noch drin abgebildet, ja, aber wir können bei den Preisverhandlungen nicht mitmachen. Ja, und dann reden wir mal einfach von Transparenz und von Ehrlichkeit und wo stehen wir eigentlich mit der Rohstoffversorgung für die heimischen Molkereien und in weiterer Folge natürlich auch für die dementsprechenden Handelskonzerne und für die Bevölkerung. Diese Diskussion fehlt uns da in dem Bereich. Steuerliche Bereiche, das ist auch ein Bereich, der also mit erwähnt werden muss. Da möchte ich nur den Bereich der Direktvermarkter nehmen. Wer ein bisschen Direktvermarkter beobachtet, weiß, dass sobald du heute ein bisschen etablierte Wege verlässt und wenn man dein Getreide oder dein Rindvieh zum Schlachthof oder zum Lagerhaus lieferst, ab dem Zeitpunkt, wie es man sind wir steuerrechtlich in so einer Sozialversicherung und steuerrechtlich dann dementsprechend greifen dort die Hände zu. Wir sind der Meinung, dass die Direktvermarktung ein land- und forstwirtschaftliches Urprodukt ist und eigentlich in der Vollpauschalierung dementsprechend abgebildet werden sollte. Das heißt, wenn die Direktvermarktung überwiegend aus Produkten stattfindet, die am eigenen Betrieb produziert werden, dann soll das in der Umsatzgrenze der Vollpauschalierung dementsprechend abgebildet werden. Und was wir dazu noch brauchen, ist auch den Urproduktekatalog dementsprechend abzubilden. Das heißt, den Bereich der Verarbeitungstiefe noch stärker zu machen. So, das sind also die Thema Bürokratieabbau, habe ich ja eben einen Teil noch gemacht. Dann brauchen wir Planungssicherheit, das ist auch klar. Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf die Ausgleichszahlungen. Wir brauchen auch fixe Auszahlungstermine. Es sind jetzt die Auszahlungstermine wieder verschoben worden auf den letztmöglichen Tag, das die EU eigentlich erlaubt. Eigenartig, die EU hat nicht gesagt, man darf nicht früher auszahlen, sondern die EU hat, also man hat sich wieder auf dem letztmöglichen Tag dementsprechend da was versteift. Wir sind der Meinung, dass bei einer ordentlichen Arbeit, die Bauern leisten, 100% der Ausgleichszahlungen auch im Antragsjahr dementsprechend erfolgen müssen. Und natürlich auch, und damit möchte ich jetzt vielleicht einmal fürs Erste schließen, auch den Bereich der Investitionsförderung der Jungbauern und da soll es hier auch die tatsächlichen Baukosten zukünftig abgebildet werden müssen, weil die Baukosten sind exorbitant gestiegen, während die Anrechenbarkeit der Investitionskosten massiv hinten geblieben sind. Das ist also so viel einmal fürs Erste. Das waren also so, dass das großen Agrardiesel ist ein wesentlicher Thema. Das wollen wir, dass das auch dementsprechend langfristig abgesichert wird, auch um dem europäischen Wettbewerb da auch Rechnung zu tragen. Genau. So, und ein Bereich noch, weil das auch jetzt von uns behandelt wurde, das ist der Branchenverband Milch. Wir brauchen etwas, wo wir die Interessen der Milchbauern, fangen wir mal mit den Milchbauern an, aber wir werden das auch für den Schweinebereich brauchen, für den Geflügelbereich und für alle anderen Bereiche. Wir brauchen etwas, wo die aktiven Milchbauern die Interessen stärker gebündelt werden. Es geht dort nicht um Preisabsprachen, möchte ich auch ganz offen und ehrlich sagen, sondern es geht einfach darum, um ein Mitspracherecht bei dem Rohstoff bzw. bei den Lebensmitteln, das wir produzieren, überhaupt einmal zu ermöglichen. Weil momentan reden ja alle anderen, außer die Land- und Forstwirte, die quasi die Basis schaffen, nämlich den Rohstoff, damit die weitere Kette dementsprechend auch ihre Umsätze und Gewinne machen kann. So viel einmal fürs Erste. Für weitere Fragen, Forst. Ich muss einen Satz trotzdem noch dazu sagen, Entwaldungsverordnung ist nämlich ein heißes Thema und auch die Renaturierung. Wir haben bewusst da vorne eine Statistik mit reingetan, wie sich die Waldfläche in Österreich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Abschließend und Zusammenfassung zur Entwaldungsverordnung, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
Wir finden, dass das europarechtlich in Ordnung ist, weil es einzelne Staaten gibt, vor allem neue Mitgliedstaaten, die da auch einen Raubbau an der forstwirtschaftlichen Fläche und auch teilweise am Urwald da jetzt praktiziert haben. Österreich hat seine Hausaufgaben gemacht. Für uns darf diese Entwaldungsverordnung überhaupt keine Rolle spielen, weil bei uns die Waldfläche nachweislich nachhaltig gestiegen ist. Okay, zu viel fürs Erste, und für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Diese 54 Unterpunkte, wie will man die umsetzen, wie will man die zur Politik tragen? Gut, darf ich darauf antworten? Bitte. Ganz kurz. Wir haben ja im Vorhinein angekündigt, oder bereits im Vorfeld dazu angekündigt, dass wir einen Forderungskatalog machen für alle im Nationalrat vertretenen Parteien. Das heißt quasi ein Forderungspapier, aber auch ein Arbeitspapier, das noch so bestmöglich, also bereits in ein Regierungsprogramm mit eingearbeitet wird, aber auch als Arbeitsgrundlage dementsprechend für die Oppositionsparteien, die das im Zuge ihrer parlamentarischen Arbeit dann auch einfordern können. Eins ist schon klar, wir werden also sehr wohl genau beobachten, wie viel davon jetzt in ein Regierungsprogramm eingefasst bzw. dann einfließen wird, schließen dann aber in weiterer Folge diverse Maßnahmen nicht aus, um dem etwas Nachdruck zu verleihen. Bei vielen Themen wird die Politik sagen, das geht aus diesem oder den anderen Grund oder Gründen nicht. Am beliebtesten ist ja die Heranführung oder die Nennung der EU. Dass es die diversen EU-rechtlichen Dinge nicht geht, wie wird man dann damit umgehen? Forderungen tituliert, ja. Die zurückgewiesen werden. Wie wird die AGÖ dann reagieren? Na gut, zum Beispiel nehmen wir das Thema der Herkunftskennzeichnung. Da hat man ja jetzt ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel gemacht jetzt in den letzten Jahren, wo man gesagt hat, naja, wir brauchen zuerst die EU-rechtliche Zulassung und was weiß ich was alles. Es gibt zwei Länder in Europa, in der EU, das ist Frankreich und auch Schweden, die eine klare durchgehende Herkunftskennzeichnung bereits eingeführt haben, und auch die Argumentation, die EU erlaubt ja in der Argumentation, wenn es der Wunsch der Konsumenten ist und wenn es also quasi der Ernährungssouveränität dient und wenn es auch der Lebensmittelsicherheit dient, dann ist das von Seiten der EU nationalstaatlich auch zulässig. Also dieses Argument gilt zum Beispiel einmal nicht. Andere Maßnahmen, der Bürokratieabbau, Österreich hat ja hunderte Anlastungsverfahren. In dem Fall. Nur gerade bei Landwirtschaft ist man besonders vorsichtig. Man traut sich dort also quasi über den Tellerrand nicht hinaus. Aber es sind im Wesentlichen Punkte, die sich unserer Meinung nach auch aus der Praxis, aber auch aus der politischen Erfahrung heraus mit einem guten Willen zumindest ansatzweise sehr wohl umsetzen lassen. Der Kritikpunkt ist auch, wenn ich fortfahren darf, das AMA-Gütesiegel oder überhaupt die AMA-Marketing. Was verlangt oder was wünscht sich die AGÖ bei der AMA Marketing, die ja mittlerweile von 27 Millionen gesponsert wird, die die Mutter einsammelt, an die Tochter weitergibt, nachdem sie zuerst noch eine Vermittlungsprovision, ein Management-Fee abzieht. Ja. Mhm. Wenn man jetzt anschaut, sie ist ein Milchbauer, Herr Konrad, wie mit den Bauern umgesprungen wurde bei der Einführung eines neuen Milchstandards, dass im Hintergrund ganz offensichtlich die Molkereien mit der AMA, mit der AMA Marketing ausgedient haben, zu beiderlei Nutzen. Nur was haben die Bauern davon? Das Problem ist einfach bei AMA Gütesiegel, zum Beispiel Haltungsform, was wir da eingeführt haben, das ist komplett daneben gegangen, weil man einfach die aktiven Bauern nicht eingebunden hat. Man hat da im Hintergrund was ausgearbeitet, das was der Handel gefordert hat, das was dann über die Molkereien so über hinterher durchgesetzt worden ist, wo momentan die Tierärzte noch nicht bereit sind, überhaupt das mitzutragen. Wissen wir alle, dass da noch hapert einfach. Man hätte das im Vorfeld besser absprechen müssen, dass man was hat davon. Wir haben ja eigentlich was erfüllt, hohe Standards für den Konsumenten, wo der Handel was hat, wo der Bauer im Endeffekt durch die Finger schaut. Für das, was wir machen, Tierwohl und sonstige Sachen und Aufzeichnungen und Gesundheitsmonitoring entstehen Kosten, die was uns nicht abgegolten werden, wo wir im Endeffekt nichts kriegen dafür, und das ist nicht richtig einfach. Da muss auch die AMA in Wirklichkeit sagen, ja, das ist komplett irgendwo daneben gegangen. Das haben sie aber gegeben, aber auch zu, seitens von der Politik ist zugeschaut worden, seitens von der AMA, und ja, es ist unglücklich passiert, das Ganze. Warum? Weil man wieder mal die Praktiker nicht eingebunden hat. Soll das jetzt so bleiben?
oder will man eine Änderung bei der AMA Marketing haben? Ja, das ist ja Gespräche momentan. Wir sind einfach Mammutentaler, haben wir vorige Woche über das gesprochen. Wir haben gesagt, wir sind da nicht glücklich mit den Ganzen. Wir wollen nicht laut anmachen in der Öffentlichkeit oder sonstige Sachen. Aber das muss in Zukunft ändern. Wir haben jetzt demnächst einen Termin mit ihrer, wo wir sich ja zusammensitzen, wo man die auch in Zukunft da einbinden muss. Das kann nicht sein, dass wir einfach so eine große Macht wie wir sind die Praktiker einfach gesagt, du darfst was willst oder was, das geht nicht in Zukunft. Das heißt, die Schutzmarkt der Anna-Marketing, die Landwirtschaftskammer zu schwach aus ihrer Sicht? Auf alle Fälle, die haben damals einfach zugeschaut, haben sie eigentlich zurückgeschaut und haben eigentlich gesagt, ja, die hätten endlich eingreifen müssen. Das, was wir da gemacht haben, die Veranstaltungen in der Kirche da, wo da hunderte Bauern da haben, wo wir da die ganzen Leute eingeladen haben, die Verantwortlichen, ab da wirklich schon losgegangen einfach. Wenn da nicht wir seitens von der AG gesagt haben, okay, wir unterschreiben das jetzt und gehen ein bisschen dabei, weil das Programm ist heute nicht fertig und ist auch nicht fertig momentan. Wir haben auch das Problem zum Beispiel, dass wir über die AMA Marketing nirgendwo wird so viel Marketingbeitrag eingehoben als über die Milch. Und vor allem in der Milch haben wir keinen AMA Marketing Benefit. Das heißt, der Milchpreis, unser Standard Milchpreis mit dem AMA Gütesiegel ist kein besserer als im Ausland. Wir haben österreichische Landwirtschaft dahingehend entwickelt, dass wir zwar sehr hohe Standards haben, dass wir Vorreiter sind in vielen Dingen, aber trotzdem das Problem haben, wir sind am Weltmarkt. Es ist schon super, wenn wir uns brüsten können mit Tierwohlstandards, mit Tierwohl Plus, das hört sich alles gut an, das sei dem Konsumenten vergönnt, aber man hat verabsäumt, auch die Preise dahingehend hinaufzuschrauben, dass dieses arme Gütesiegel auch für die Bauern wirklich, vor allem im Milchbereich, wirklich einen Mehrwert bringt. Das hätten wir, da wäre ergänzend noch was zum Thema AMA Gütesiegel. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass also eine Haltungsformenkennzeichnung kommen wird in den Handel, bei den Handelskonzernen nach deutschem Vorbild, weil es ja die Handelskonzerne wollten. Es ist uns jetzt auch mit Gesprächen, auch mit politischen Vertretern gelungen, dass eine Haltungsformenkennzeichnung zumindest in den Handelskonzernen in Kombination mit einer Herkunftskennzeichnung umgesetzt wird. Das heißt, hätte man wirklich einen Baustell, weil dann könnte ja bedeuten, dass argentinisches Rindfleisch in der Haltungsform besser dargestellt wird, als wie zum Beispiel von Mölltal ein Rind aus der Kombinationsweidehaltung, was bei uns also im Grunde genommen ganz sehr gefallen hat und nicht geht. So, wenn wir jetzt eine durchgehende Haltungsformen und Herkunftskennzeichnung haben, dann haben wir ja wesentlichen Teile des AMA-Gütesiegels damit erfüllt. Dann muss man sich die Frage stellen, braucht es dazu noch eine AMA-Marketing GmbH? Weil die Aufgabe des Marketings gehört ja eigentlich der Mutter, die hat sich zu seiner Tochter ausgelagert. Unser Vorschlag wäre, AMA Marketing GmbH wieder abzuschaffen, in die AMA Mutter zu integrieren. Die kann sich ja dann mit Fremden oder mit Profis und mit Experten dann gemeinsam mit der Arbeit machen. Und das AMA Gütesiegel zukünftig, wir sollen ja, wie bereits erwähnt, 27,5 Millionen Euro zwangsweise eingehobene AMA Marketingbeiträge, jetzt ja mehr wegen dem Getreide und wegen der Ockerfrüchte ja noch dazu. Und wir wollen das AMA Gütesiegel auf eine andere Basis stellen, nämlich, dass nicht die Bauern die Last tragen sollen, die nachweislich keinen Mehrwert haben daraus, sondern wir wollen, dass die Verarbeiter und die Handelskonzerne das AMA Gütesiegel mitfinanzieren sollen, nämlich durch den Bereich der Lizenzgebühren als wesentlicher Teil und der zweite Säule der Finanzierung, weil das wäre dann auch messbarer Wert, zu sagen, wir bestehen darauf, dass es für alle Bereiche einen AMA Gütesiegel Zuschlag geben muss und dann auf Provisionsbasis dann dementsprechend die Marketingbeiträge davon abgebildet werden. Weil momentan haben wir AMA Gütesiegel Zuschläge nur im Rindfleischbereich und da auch nur einen gewissen Bereich. Und trotz dieser AMA Gütesiegel Zuschläge beim Jungstier zum Beispiel, sind wir im europäischen Vergleich nur im untersten Drittel. Also der monetäre, messbare Mehrwert für den, der es zahlt oder zahlen muss, die Marketingbeiträge, ist nicht nachweisbar. Und wenn ein Großteil der Konsumenten noch hinter einem AMA-Gütesiegel steht, ja, aber die Bauern tun es nicht mehr. Und das ist die Kernbotschaft. Und deswegen müssen wir neu aufstellen. Eine Forderung ist auch Bündelung aller Thematik, die die Land- und Forstwirte treffen, in einem Ministerium. Jetzt haben wir ja in der letzten Regierungszeit die Umwelt weggehabt. Mhm. Tierhaltung und Tierschutz ist sowieso wieder ein anderes Ministerium. Also
Ernährung. Auf drei aufgeteilt, ja. Ernährung. Und momentan, der Murs ist ein Geflügelbauer, haben wir das Problem mit einer Seuche in Niederösterreich und in Oberösterreich. Seit letzter Woche verstärkt. Es ist schon ein weiterer Betrieb im Bezirk Amstetten betroffen, aber die Pflicht, die die Branche selber verlangt, gibt es immer noch nicht. Wäre das, wenn alles in einem Ministerium gebündelt wäre, schneller möglich? Davon bin ich überzeugt, das wäre auch kompetenzmäßig besser abgebildet und man könnte etwaige politische Spielchen, die jetzt gespielt worden sind, und der Minister ist für das zuständig und der für die, und da haben wir noch keine Einigung getroffen, wäre damit auch ausgeschlossen in Zukunft. Unser Zugang ist der, nehmen wir zum Beispiel biologische Landwirtschaft, wissen wir, Bio wird über das Landwirtschaftsministerium ausgezahlt, wird aber über das Gesundheitsministerium genehmigt. Ist auf der Länderkompetenz, im Kompetenzbereich des Landeshauptmannes. Das muss ja irgendwann mal wer verstehen, nicht? Also, das ist sogar der Bereich der Landwirtschaft selbst konventionell und bio noch thematisch auseinanderdividiert wird. Also, das ist ein Bereich, der zusammengefasst wird. Wenn wir den Blick nach Deutschland werfen, wir wissen, draußen läuft also politisch nicht alles rund, momentan, um das diplomatisch zu sagen, aber die haben seit Jahren oder Jahrzehnten Landwirtschaft und Ernährung in einem Ministerium zusammengefasst. Das wäre auch für Österreich ein wesentlicher Bereich. Das heißt, Landwirtschaft, die Ernährung, dann gehört der Tierschutz da meiner Meinung nach noch dazu und auch Aspekte des Klima- und des Umweltschutzes. Dann hast du ein schönes, elegantes Lebensministerium mit einem wirklich allumfassenden Kompetenzbereich, der wirklich den Bereich des Lebens mit dem all dem umfassten Facetten schön abgebildet hätte. Und auch dieser Fall, der da angeschnitten worden ist, wir wissen, dass das Vogelgrippe da dementsprechend passiert. Ich weiß nicht, warum man das so lange braucht, aber es wäre ein Gebot der Stunde, da jetzt eher baldigst auch dementsprechend die Staatspflicht zu verordnen. Sie haben angesprochen, das Problem der Verfassung, also sprich mittelbare Bundesverwaltung und Länderkompetenzen. Ein Punkt ist drinnen auch Vereinheitlichung der Jagdgesetze. Ja. Es ist momentan so, auch wenn es eben der große Beutegreifer oder sonstige Wildschäden die Landwirte erleiden, dass unterschiedlich je nach Bundesland ausgezahlt wird oder überhaupt nicht der Schaden getragen wird von den sogenannten Jagdausübungsberechtigten. Es gab schon einmal einen Landwirtschaftsminister aus Tirol, der wollte ein Bundesjagdgesetz damals schon, ist kläglich gescheitert. Was gibt da die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht anders werden könnte? Das Diktat der leeren Kassen möglicherweise, der möglicherweise auch den Föderalismus in seiner Gesamtheit einmal in Angriff nehmen könnte. Wir haben ja viele Kompetenzen, die länderkompetenzmäßig abgebildet sind. Umwelt, Landwirtschaft, das wäre ja auch ein Gebot der Stunde, Landwirtschaft also auch in die Bundesverfassung zu nehmen und zur Bundeskompetenz zu machen, damit man dann auch flächendeckend einmal gesetzliche Annäherungen, Grundlagen haben, aber auch für die Berufsvertretung dementsprechend auch eine Bundeslandwirtschaftskammer, wie sie jetzt auch im letzten Regierungsprogramm abgebildet war, mit einer einheitlichen Wahlordnung und das abzubilden. Umwelt, wie es mir auch der Eklat oder wie man sagen, der Fauxpas, der jetzt da passiert ist, mit der Gewessler, nicht, dass also die Landes Umweltreferenten quasi mehrheitlich da dagegen gesprochen haben und die Bundesminister dafür gesprochen haben, das wäre jetzt auch meiner Meinung nach aufgrund auch der Arbeitsmarktzahlen, aber aufgrund der budgetären Situation, die wir momentan sehen, ein Gebot der Stunde, auch sich diese Angelegenheiten anzuschauen. Und was noch ein Thema ist, das Raumordnung, wesentlicher Faktor, Raumordnungsgesetze und Grundverkehrsgesetze. Wir wissen ja, dass die meisten Grundverkehrsgesetze in Österreich zahnlose Tiger sind. Wir wissen, wie solche Dinge dann funktionieren. Da wird der Ding ein Bauernbuch angestellt oder sonst was in der Richtung. Oder es reicht schon die Absicht aus dem Kauf, ein gewisses landwirtschaftliches Einkommen zu erzielen und schon bist du als Bauer gleichwertig. Also das Grundverkehrsgesetz in der jetzigen Form, ja, ist eigentlich österreichweit in allen seinen Ausführungen eigentlich dringend novellierungsbedürftig und könnte man auch in dem Sinn in eine Bundeskompetenz umwandeln. Das würde auch dann in weiterer Folge zu einer Verschlankung der jeweiligen Landesregierungen führen können, so absichtlich können, weil kein politischer Wille. Herr Niemer, wollen mich gerne fragen. Danke. Frage, wo will die AGÖ hin? Wärt ihr bereit, auch politisch aktiv zu werden, wenn jemand auf euch zukommt, als Berater oder sogar in einer offiziellen Funktion vielleicht? Es ist ja momentan noch nicht klar, wer die nächste Regierung stellen wird und wie lange dann hinten noch auch halten wird. Was ist euer Ziel? Und wir haben
etlichen Wochen, Monaten auch darüber gesprochen, dass ihr über eine Liebergemeinschaft nachdenkt. Hat sich da was Neues ergeben? Was ist da der Stand der Dinge? Magst du? Weißt du, lieber, grundsätzlich haben wir auch im Vorfeld allen politischen Fraktionen angeboten, also die im Nationalrat sind oder dann ja, jetzt also dementsprechend eingezogen sind, auch unsere fachliche Expertise auch persönlich einzubringen. Das heißt, das ist jetzt der erste Schritt. Wenn gewünscht, dann auch dementsprechend im Zuge von Vorgesprächen oder auch in etwaigen, müssen wir sagen, Expertenräten oder sonst irgendwas in der Richtung, auch dort, wie gesagt, unsere fachliche Expertise einzubringen. Da vielleicht einen Satz darauf hinweisen, wir haben hier für dieses Regierungsprogramm keine Agentur gehabt, wir haben keine Begleitung gehabt von irgendwoher, sondern es ist wirklich aus der Kompetenz der Betroffenheit heraus entstanden. Es gibt ja auch andere Programme von Landwirtschaftskammern Vision 2030, die mehr durch Bilder aufholen als wie durch Inhalte. Wir haben uns bewusst also mehr auf die Informationen und auch auf die dementsprechenden Forderungen konzentriert. Und so würden wir das auch im Zuge des Einbringens unserer Kompetenz dort das auch handhaben, dass also wirklich die BS am Boden kommen. Liefergemeinschaft? Liefergemeinschaft, ist es aktuell so, dass zum Beispiel bei der Kärntner Milch viele Lieferanten auch an uns herangetreten sind, gesagt haben, sie sind nicht zufrieden. Man sprach da anfangs von ungefähr 10 Millionen Kilo, die da frei werden. Mittlerweile redet man von 30 Millionen Kilo. Und wir haben immer gesagt, wir werden diesen Rohstoff nicht handeln, aber wir versuchen ihn bestmöglich zu vermitteln. Da sind wir auch dran, da möchten sie auch die Leute bei uns. Und das ist jetzt auch aktuell am Laufen. Die treten an uns heran und man wird schauen als Agrargemeinschaft, wo kann man die Molkerei finden, mit denen diese Landwirte dort unten bestens bedient sind. Danke. Eine Frage, die Sie gerade aufgrund des zeitlichen Zusammentreffens fast aufdrängt. Die Landmann hat bekannt gegeben, dass am Freitag keine Milch ausgeschenkt wird. Wie seht ihr das? Ist pflanzliche Milch, darf man nicht sagen, laut offiziellem Urteil, was man generell weniger wertschätzen soll? Oder wie wird sich das in Zukunft aufstellen? Wie wird die echte Milch? Grundsätzlich ist es so, dass pflanzliche Drinks, wollen wir sie nicht Milch benennen, die auch einen landwirtschaftlichen Ursprung haben. Also grundsätzlich ja auch irgendwo einmal ein Bauerngesicht oder ein Traktor oder was auch immer gesehen haben. In dieser Angelegenheit, wir haben das heute in der Früh gesehen, ja, okay, wenn es einen Tag gibt von 365 Tagen, dann... Ist das auch einmal okay? Genau, der Trend wird also auch in manchen Bereichen da in die Richtung gehen. Was uns an dieser Angelegenheit schon ein bisschen stört, ist, dass man sich da eines internationalen Konzerns bedient, wo nicht klar ist, wo der Rohstoff herkommt, wo nicht klar ist, ob der Rohstoff Haferdrink und die pflanzlichen Komponenten, ob die Gentechnik frei produziert wurden oder werden, so wie es bei der österreichischen Milchproduktion seit Jahren bereits der Fall ist und wo auch nicht klar ist, mit welchem Pflanzenschutzmittel diese Pflanzen auch dementsprechend behandelt wurden, ob das überhaupt den österreichischen Standards entspricht. Und das ist ein super schönes Thema, weil es zu vielen Forderungen von uns auch dazu passt, nämlich unsere Standards auch für die Importware. Wenn pflanzliche Produkte eingesetzt werden, dann hat auch Österreich dementsprechend das gute oder dementsprechende Angebot, dann soll man sich zumindest auf österreichische Ware dementsprechend beschränken oder dort das in den Fokus legen. Wir haben gesagt, also wir werden anschließend mit der Geschäftsführung reden, wer da dahinter steht, was da die Philosophie ist. Die Pflanzendrinks ist ja trotzdem sehr viel, also ein Modetrend bei den Jungen einfach, über was sie keine Gedanken machen, dass das Produkt Milch oder Butter ein Naturprodukt ist. Das, was nicht Sinn sein kann, das bedenken viel gar nicht. Also, wir haben extra wirklich eine Milchglasl angeschafft heute und kriegst auch da hinten, ich habe gerade immer gar nicht. Butter kann durch nichts ersetzt werden einfach. Man sieht es, der was heute Bäckerei oder ein Schaumrind macht mit Butter, der Geschmacksstoff Butter, den kannst künstlich oder auch mit anderen Produkten nicht ersetzen. Das ist ein Naturprodukt und darauf müssen wir hinweisen. Ich bin ja überzeugt, der was ein bisschen Ernährung und auf Gesundheit schaut, dass der sehr wohl diesen Trend nicht mitgeht, sondern der was auf das bleibt einfach Butter. Was jetzt in Russland ist zu wenig und Butter kostet momentan
fast 3 Euro alles schreit auf, der Butter ist zu teuer, um was geht es denn da gar? Und wie viel geht es da, wenn jetzt am Frühstück ein Butterbrot ist oder ist irgendein so ein Kokos-Palmfett-Schokocreme aufschmier, wenn man da was Gesundes tut, ist auch eine Frage. Butter ist durch nichts ersetzbar. Und keine Sorge, heute ist noch alles tierisch, gell? Also, kein Nachhaltig. Letzte Frage, ihr stammt in einem Ursprung, sie stark aus dem Innviertel und aus dem angrenzenden Wolfsburg, mit dem Manfred ist jetzt Kärnten dabei. Ackerbau, Weinbau ist zum Beispiel noch nicht sehr stark vertreten in der AGÖ. Wie und wann wollt ihr es schaffen, die gesamte österreichische Landwirtschaft in den Personen und im Programm abzubilden? Durch das, dass wir in der AGÖ alles hauptsächlich über Prozent machen, wir haben auch keine großartigen Büros oder sonst irgendwas, das rennt alles bei uns im Stall oder im Handy, haben wir natürlich 11 Hauptgruppen, wo die Mitglieder sind, und wir haben dann auch über 80 Fachgruppen, angefangen von den Bienen bis zu den Jäger, bis zum Ackerbau, bis zur Fischzucht, bis zur Gemüse, bis zur Geflügel. Also wir haben alle Sparten angedeckt, wo sich wirklich jeder, selbst zu Beringen, Backen oder Plaudern oder was auch immer, was wir haben, wo wir dann die Gruppen außerfiltern, wo wir sie dann, wir haben es gesehen, wir haben eine Rierte Mess gehabt, zwungen mit 8000 Leuten, wo dann der Geschäftsführer vorher schon ein Fischzug gekommen ist und hat gesagt, du, mir schaut es aus, ich möchte da gerne irgendwo mitarbeiten. Sage ich, mir ist klar, wir sind sehr betont auf Milchwirtschaft, Ackerbau und Rinderzucht, wo wir natürlich das auch ins Boot holen wollen, einfach durch die Fachgruppen, wo sich sehr viele Leute einklinken. Es sind ja, wir sind immer 48.000 Mitglieder mit den ganzen Fachgruppen, 68.000, ja, ich war so geil, wo man Leute österreichweit findet, die was man gar nicht wissen, wo es sind. Weil woher soll man das wissen, wo der kommt und wo der kommt, wo man sich dann ausfüttert, wo man dann sagt, du kannst den Bereich übernehmen in der AGÖ. Und man hat gesehen, wie wir das Regierungsprogramm gemacht haben, wie viele Leute sich da gemeldet haben. 2500 Einsendungen gekommen, die was wir oft gar nicht gekannt haben, die was dann irgendwo auf uns zugekommen sind, die wo wir gesagt haben, boah, der Mann ist krass. Der hat seinen Betrieb, der tritt in der Öffentlichkeit gut auf. Und so werden wir in Zukunft auch die AGÖ größer machen, stärker werden. Vielleicht darf ich nur ergänzen zu dieser Frage, Stefan, und zwar ist es uns gelungen, der AGÖ wird immer das Klischee aufgedrückt, in der Agrargemeinschaft Österreich sind hauptsächlich Milchbauern. Und mit diesem Regierungsprogramm haben wir geschafft, die Interessen aller abzubilden. Das heißt, da haben wirklich Landwirte mitgearbeitet, aus dem Forstbereich, aus dem Ackerbereich, aus dem Schweinebereich, aus dem Geflügelbereich. Wir haben versucht, die Bergbauernzonen zu integrieren und die Milchbauern. Also uns ist da wirklich etwas sehr Besonderes gelungen mit diesem Programm, weil alle vereint zusammengeholfen haben, alle Interessen diesmal aufs Papier zu bekommen. Aber auch groß oder klein oder direkt vom Markt, die was sich wegen Nachteile gefühlt haben, wo wir gesagt haben, auf die denken wir sehr wohl, weil es ist ja nicht unbedingt nur ein Bauer mit 1000 Stück Vieh oder 300 Kühe, der große Macher, sondern es gibt sehr wohl Regionen, wo Fremdenverkehr, der hat 15 Kühe, wo der eine Wertschöpfung von der Landwirtschaft hat und dem was wir Alternative bieten, um in Zukunft zu überleben. Das heißt ja nicht, weil der 15 Kühe, das muss er aufhören. Also das muss schon sein, dass wir von einer Kleinstruktur der Landwirtschaft sehr profitieren alle. Und die haben da mit eingebunden. Ergänzend dazu noch etwas. Es ist ja gerade auch im Zuge des Regierungsprogramms bei der Erarbeitung sind auch Gemüsebauern an uns herangetreten, sogar genau. Offizielle Funktionäre des Gemüsebauverbandes und haben gesagt, wir haben bis jetzt so quasi alles versucht, bei den Saisonarbeitskräften da irgendwas zu erwirken bei der Bundesregierung. So quasi die AGÖ ist jetzt so die letzte Hoffnung, wo wir da noch was erwarten können, wo wir das mit einbinden können und so weiter. Also wir sind von der Thematik her sehr breit aufgestellt, auch der Bereich der Ackerbauern, das haben wir mit mittlerweile 4 Gruppen gründet und Ackerbau, also wo man dementsprechend zwei reine Ackerbaugruppen und was wir im Vorspann jetzt auch auf eine flächendeckende oder bundesweite AGÖ schon gemacht haben, ist, dass wir auch dementsprechend Bundesländergruppen gemacht haben. Genau. Das heißt, es gibt für alle Bundesländer einzelne Gruppierungen, einzig für Vorarlberg und Tirol, die wir in einer Gruppe zusammengefasst haben, aber auch dort wird es in weiterer Folge einzelne Bundesländergruppen geben und ich darf vielleicht eine Einladung aussprechen, am 15. November findet ja auch die erste Informationsveranstaltung in der Steiermark statt, in St. Michael, wo wir uns also auch quasi ein bisschen aus dem Epizentrum heraus, aus Oberösterreich, auch in die Bundesländer hinaus dementsprechend wagen und dort also mit Infoveranstaltungen auch das AGÖ-Netzwerk vorstellen und natürlich auch dementsprechend breit aufstellen wollen. Letzte, vielleicht provokante Frage. Realpolitisch wird es wahrscheinlich keine Koalition ohne ÖVP geben, also keine Koalition ohne Bauernbund. Der Landwirtschaftsminister, Ministerin, egal wie er sie heißt, wird aus der ÖVP kommen.
Bauernbund, wird aus dem Bauernbund kommen, ist wahrscheinlich nicht unbedingt erblickt darauf, die Punkte aus dem AGÖ-Regierungsprogramm 1:1 umzusetzen. Ihr sagt, ihr seid sehr mächtig. Wie werdet ihr diese Macht ausspielen? Der Druck wird in der Öffentlichkeit, wir haben einen Minister heuer schon Besuch empfangen, haben wir, sogar nicht, wir haben einen empfangen beim Lasko, wir haben dann in Pfaffing eine Veranstaltung gemacht, wo wirklich sehr viele Bauern gekommen sind, wo wir gesagt haben, im Guten, wir haben ihm die Tafel überreicht damals mit unseren drei Punkten, wo in der Zwischenzeit nicht für umgesetzt worden ist, natürlich an die Wohlengewinn, Regierungsbildung, sobald die Regierungsbildung steht, werden wir dementsprechend auch unsere Macht ausüben, wir lassen sie sicher nicht mehr so ins Eck drängen, wo wir sagen können, die können damit die Bauern was wollen. Das ist unsere Macht, was wir von der AG haben. Macht, Entschuldigung Hans, Macht hast du Mitglieder, das verstehe ich schon, aber Macht ausüben hast du demonstrieren, Macht ausüben hast du. Ja, komm, im Fall des Falles, man sieht ja, was ist das große Problem? Warum ist denn überhaupt dazu gekommen, dass eine kleine Einkaufsgemeinschaft im Laufe von 30 Jahren sich auch zu einer Interessenvertretung entwickelt? Warum hat es das gebraucht? Weil die Bauern ihre eigene Standesvertretung nicht mehr akzeptieren, weil die Bauernbundveranstaltungen nicht mehr besucht sind, weil es schwierig ist, Ortsbäuerinnen nachzurücken, weil dieses politische Hickhack eigentlich keiner mehr will. Es ruft die ganze Bauernschaft nach Überparteilichkeit und das bringt die Agrargemeinschaft. Und der Druck wird so ausgeübt werden, dass die eigenen Leute auf den eigenen Veranstaltungen des Bauernbundes nicht mehr erscheinen. Diese Situation haben wir aktuell und es braucht noch viel notwendiger als früher die Agrargemeinschaft als überparteiliche NGO. Ein Satz von mir noch vielleicht dazu. Grundsätzlich haben wir natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass wesentliche Teile des Programms, das wir erarbeitet haben, auch irgendwo umgesetzt werden. Wenn auch nicht kurzfristig, dann zumindest mittel- oder langfristig. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich der, wenn man sich, und ich war selber politisch aktiv über mehrere Jahrzehnte, dass ein Argument wegfallen wird mit der Überreichung unseres Papiers, nämlich das Argument, dass Politiker dann sagen könnten oder die in Verantwortung stehen, hätte er uns mit Informationen versorgt, wir hätten alles unternommen und diese umgesetzt. Dieses Argument fällt einmal weg, weil auch die sind zeitlebens dafür verantwortlich, was man ihnen bewusst gemacht hat. Demonstrationen und Streik ist meiner Meinung nach das letzte Mittel. Ich glaube, dass wir ein viel, viel mächtigeres Mittel haben, nämlich über unsere Rohstoffhoheit. Wir haben das einmal abgefragt. Wir haben nachweislich aus dem AGÖ-Netzwerk mehr als ein Viertel der österreichischen Milchproduktion bei uns, ich möchte nicht sagen gebündelt, aber zumindest einmal so dort sichtbar und möglicherweise auch greifbar. Ein Mittel könnte sein, auch die Lenkung des Rohstoffes zu anderen Quellen, um die etablierten bisherigen Wege zu verlassen. Und das hat, wie wir das gesehen haben, zum Beispiel auch mit ein paar Lieferungen an Stiere ins benachbarte Ausland, eine bedeutend stärkere Wirkung, als wie 100.000 Leute vom Parlament stehen. Richtig. Thorsten, bitte. Jetzt wird der Bauernbund das Regierungsprogramm sicher über irgendwelche Wege kriegen, aber gibt es eine offizielle... Nein, kriegst direkt. Er kriegt offizielle Rechte. Eine offizielle Übergabe an die Fraktionen. Ja, an heute am Nachmittag an die Parlamentsclubs. Ja. Im Zusammenhang mit dem gerade von euch angesprochenen Streiks, Demonstrationen, Macht, die ihr habt, Frage Sparnen. Die ganze Diskussion, die derzeit dort abläuft, hat ja auch dazu geführt, dass das Bauern aus der AGÖ Mails an die Sprecherin von Spar geschickt haben, wo sie eben nochmal deutlich gezeigt haben, dass es nicht nur Kosten Verringerungen gibt in gewissen Bereichen, Energie, das haben sie auch zugestimmt, aber dass es eben auch viele Kostenerhöhungen gibt, Maschinen und so weiter, muss man nicht alles sagen. Das haben sie der Sprecherin geschickt, jetzt ja geantwortet, ja. Was ja auch öffentlich ist, und hat halt nochmal erklärt, dass die Spar großer Partner ist von den Bauern und so weiter und so fort. Aber ganz am Ende des Schreibens hat sie eben nochmal ganz deutlich gesagt, es wird sich da nichts abspielen mit Preiserhöhungen. Jetzt die Frage, ihr habt euch da jetzt schon eingebracht,
obwohl es ja gar nicht eure direkte Kompetenz ist da in vielen Bereichen, denke ich mal, wird es da jetzt in Richtung Streik oder Demo gehen? Wir haben gestern natürlich mit der Nicole Bergmann, Sprecherin vom Spar, ich möchte jetzt gar nicht die Thematik von den ÖM, die ÖM kann sich das leicht leisten momentan, weil sehr viele Produkte liefern zum Spar, jetzt können sie das machen, das kann eine Molkerei in die Bergland, Salzburgmilch und Kärntner Milch nicht machen, weil wenn die ausgefliegen ist, die Molkerei morgen tot. Das muss man auch so ehrlich mal sehen, die können sich das gar nicht leisten. Jetzt haben wir unseren Aufruf einfach und die Nicole hat ausgeschickt einfach, was Holz ist, bauen ungefähr, Getreide und Energie ist eh billiger geworden, das darf sich nicht einmal. Auf das haben wir dann einen Aufruf gemacht, wie jeder Mail schickt, da sind hunderte, tausende Mail gegangen, sie haben dann das gestern am 16 Uhr zugeschrieben. Ich habe dann das Möker angefangen, geschaut, haben wir natürlich hin und mit den Möker hin und her geschrieben, wie mit Sprachnachrichten, weil beim Schreiben Möker kann ich nicht schreiben. Wir sind dabei verblieben, wir haben heute eine Pressekonferenz da. Wir werden aber das nicht zum Thema machen. Sie will, schauen wir mal, wie es weitergeht, auf alle Fälle nimmt sie das ernst, ich will ein Gespräch führen. Das hat aber nichts mit der ÖM zu tun, sondern allgemein der Situation der Landwirtschaft, dass wir Wertschöpfung für unsere Produkte brauchen einfach. Das kann es nicht sein, dass wir was erzeugen, wo wir zu kämpfen haben, dass wir die Kosten decken können, dass wir keine Kaufkraft auf die Höfe haben und das muss ja auch die Konzerne, ob das jetzt Spar, Billa, Hofer ist, die drei Konzerne müssen das irgendwo umsetzen. Es gibt ein Fairnessabkommen, hat es einmal gegeben von der Köstinger, ich weiß nicht, ob das irgendwo schubladiert ist oder was mit dem passiert ist, keine Ahnung, das war damals recht groß gepriesen. Wir werden, und das kann ich nicht offiziell sagen, ein Gespräch führen, aber wie das ausschaut, was da rauskommt, kann ich nicht sagen. Ich habe ihr auch das geschickt, das Video, ich habe gesagt, schau dir das an, was am Samstag, Sonntag drin ist, wo 8000 Bauern bei einem Essen sind. Wir sind nicht diejenigen, die was jetzt da hergehen und alles sperren und machen einen Mutzwirbel. Wir probieren mit einem Gespräch irgendwo was zu erreichen, das was die Molkerei nicht kann. Weil die Molkerei, wissen wir, die haben einfach von den Konzernen, soweit haben sie es geschafft, abhängig und die lenken das, wo die Politik möchte jetzt auch nichts zuschaut und weiß ich nicht, warum sie nichts machen und nichts tun. Auf alle Fälle muss es von den Bauern kommen. Und die Konzerne fürchten nicht eins, wenn die Bauern kommen. Weil die haben meistens dann wirklich mit Ehrlichkeit so, wir haben nicht irgendwo politischer was werden wollen und das fürchten sie trotzdem. Ich schaue mal, was die nächsten Tage entsteht, ob es ein Gespräch gibt. Und das ist mein Wunsch, bin einfach, dass wir mit ihnen sprechen, dass man auch da kriegt es ein Telefon, wenn es wollt, gern einen Bericht über das, was abläuft. Aber das ist gestern zu kurzfristig, bin, wenn man das jetzt ein bisschen sagen, was rauskommt. Aber da gibt es noch keinen konkreten Termin? Nein. Nein, wir haben gestern auf die Nacht telefoniert und gesagt, Henry, immer noch mal, aber ich habe gesagt, Möfi haben wir da heute und ich war dann noch nicht mehr, bin herfahren, nicht mehr telefoniert jetzt. Und ich habe gesagt, da war gut gewesen, wenn wir sie noch ausgerichtet hätten, aber sie hätte auch das nicht wollen, dass wir das heute so präsentieren. Sie hat trotzdem, ehrlich gesagt, das muss ich schon sagen, sie, ihr Standpunkt und sie ist eine Top-Managerin, was das macht, aber sie nimmt die Anliegen der Bauern jetzt schon ernst, weil sie gesehen hat, da haben sie so viele Bauern. Wenn das fünf dann oder ich schreibe, dann sagt sie, okay, was will die überhaupt? Wenn sie aber sieht, und sie hat mir selber bestätigt, die sind hunderte Mail gewesen. Sie hat gesagt, sie war überrascht, dass da so eine Organisation, und wir kennen sie ja schon länger, was wir da machen. Und es wird ein Gespräch geben, aber was da rauskommt oder wie das weitergeht, ich kann das leider nicht sagen. Aber ein Satz noch dazu, ganz kurz, wenn du das gesehen hast, da hinten, wo da im letzten Absatz drinsteht, wir beobachten ganz genau den grünen Bericht und die ganzen Aussendungen. Also der grüne Bericht ist auch bei uns ein Thema, dass man den ein bisschen realistischer darstellt und ein bisschen aus der statistischen Schönfärberei einmal ein bisschen rauskriegt. Also wenn es sie schon heranzieht und sagt, also so quasi, was willst du sehen, alles in Ordnung. Und das ist die Basis, warum wir jetzt keine Preissteigerungen durchbringen. Also der grüne Bericht eine Gefahr für uns Bauern. Was schon Thema sein wird, und das wird das unabhängig jetzt vom Spar, aber mit allen Handelskonzernen zukünftiger Thema werden, nämlich der Fakt, dass der Anteil des Produzentenpreises am Gesamt- oder Prozentenanteils am Gesamtverkaufspreis immer geringer wird. Und ich habe mich jetzt am Vormittag noch einmal oder in der Früh noch einmal hinausgefahren erkundigt, der Bauer kriegt momentan von einem Eiermacher für konventionelle Freilandeier ca. 15,4 Cent, circa. Das sind also die Größen Medium, Large und X-Large, alles der gleiche Preis. Und ein Large-Ei wird nicht unter 34, 35 Cent verkauft. Also 15 von 35. So, und wenn man jetzt sagt, okay, die Backstelle hat 5 Cent oder 6 Cent, dann wissen wir, wo der Rest bleibt. Und auch das sollten wir einmal ansprechen, ob es nicht vielleicht notwendig sein wird, dass man sagt, okay, das wäre ja auch ein Aspekt für das Armer Gütesiegel. Das ist ja eine lange Forderung schon von uns, dass man das Armer Gütesiegel so quasi auch als faires Gütesiegel positioniert. Fair für den Bauern, weil ich glaube schon, dass auch im Hinterkopf bei vielen Konsumenten deshalb zum Armer Gütesiegel gegriffen wird, weil man auch der heimischen Landwirtschaft was Gutes tun will.
damit unterstütze ich den heimischen Bauern. Und das ist halt am SPG-Produkt und das ist auch drauf, dass man das dementsprechend positioniert. AMA Gütesiegel steht auch für einen fairen Anteil des Produzenten am Verkaufspreis. Das wäre zum Beispiel eine Herausforderung. Momentan soll man das AMA Gütesiegel viel Geld, dass man mehr Kontrollen und höhere Auflagen hat. Okay. Und das ist auch seitens vom Branchenverband, darum drängen wir auf das, dass trotzdem auch die Bauern irgendwo, der möchte sein Milchbier zum Milchtank und dann verlässt er sich, was er kriegt im Endeffekt. Er weiß gar nicht in der ganzen Kette, was verdient der Handel, was verdient die Molkereien, was er für den Bayer lieber bleibt, das braucht er. Man müsste viel mehr auch die Landwirte in das Geschehen einbinden, was passiert da in die Märkte. Die Lohnkosten hat die Molkerei natürlich, jetzt steigen sie wieder, na, wo geht die Reise hin? Wenn der Milchpreis nicht steigt, wen nehmen sie es weg? Es wird der Milchpreis beim Bauern nicht steigen können, weil das Panzler muss vielleicht beim Handel mehr kriegen, frisst die Molkerei wieder auf. Und das muss in Zukunft auch irgendwo abgewogen werden. Kurze Zusatzfrage jetzt zur Milchproblematik noch. Inwieweit gibt es da nicht eine Entsolidarisierung unter den Bauern oder deren Genossenschaften, wenn man das Beispiel Mönn jetzt hernimmt? Ja? Die Spar rüstet sich sofort, Ersatzprodukte kriegen wir von den anderen Molkereien, wurde vor allem eine verdächtigt. Ja, die sagt aber, nein, wir springen da nicht ein. Aber es gibt andere Molkereien, die sich schon vor die Tore der Spar hinlegen und sagen, um den Preis oder noch ein bisschen weniger liefere ich dir. Ja. Wie will man damit umgehen und wie will man das in den Griff kriegen, wann quasi Bauerngenossenschaften ja, bei dieser Preisspirale nach unten mitmachen? Das hat es immer schon gegeben, dass sich die Molkereien untereinander irgendwo, wenn es um einen Bauernmilchpreis geht, haben wir sie einig, aber wenn wir beim Handel haben, das werden wir nicht großartig lösen können in letzter Zeit. Also man sieht jetzt, wann die Nüme eigentlich ansteigt, beim Spar rucken die anderen nach einfach, weil das kann gar nicht oft die Molkerei dirigieren, sondern der sagt zu der Molkerei, du musst mir das jetzt liefern, sonst kriegst du das und das nicht mehr. Der diktiert die Molkereien untereinander. Darum ist auch die Molkerei oft gefangen, was sollen die machen untereinander. Einigkeit gibt es keine. Wenn die jetzt wirklich einmal generell sagen, ich verstehe ja nicht, was der Gruber drüber haben, wir haben ein paar Mal probiert, mit ihm zu sprechen, aber wir haben uns auch eigentlich keine richtige Auskunft gegeben, was er vorhat, wie es weitergeht. Wir sollten auch die Sache unterstützen. Wir haben es auch angeboten, wir waren gern bereit, irgendwo was zu machen, aber ist seitens von der Rümer nicht gewünscht worden. Aber da ist es sehr schwierig momentan, dass wir das in den Griff kriegen. Ja, ohne Branchenverband auf jeden Fall nicht. Genau. Der Branchenverband, der, wenn es wirklich tut, also quasi als, nennen wir es einfach so, der Verein der Milchproduzenten Österreichs, also nicht zu vergessen VDMB, aber so in der Art, nicht, dass die Milchbauern dementsprechend gebündelt sind und quasi auch ein Baseline, das ist der Preis unter dem, das ist also die Richtschnur, wo wir uns her einmal da dementsprechend richten werden in diese Richtung, weil wir es auch nachweisen können, weil die Gestehungskosten da so gestiegen sind, dann werden sich möglicherweise auch die Molkereien ein bisschen schwerer tun, sich quicksalzfertig zu unterbieten. Eine Gefahr besteht schon, das muss man auch ehrlich zugeben, dass wenn man die Handelskonzerne damit konfrontiert, wir haben im benachbarten Ausland Absatzwege, dass die dann unter Umständen sagen, okay, wir verlassen auch dann die etablierte und bisher gelebte Praxis und stellen dann mitunter eventuell auch ausländische Produkte vermehrt in unsere Regale. Dessen sind wir uns bewusst. Deswegen Dialog und schauen wir mal, wie wir am besten auch die für beide Seiten oder für alle drei Seiten dementsprechende Lösungen dann erwirken können. Es ist schon mal schön, dass auch trotzdem sie bereit ist zu reden. Ich habe es gestern gemerkt, sie hat trotzdem mit mir als Milchbauer dementsprechend Kontakt aufgenommen während dem Milchkongress. Ich meine, sie konnte auch sagen, die schickt den Brief und sagt, was willst, ich bin nicht erreichbar. Das haben wir schon gemeint von unseren Politikern, dass die weggeschalten, dass die nicht mehr erreichbar sind. Also so ist die Frau trotzdem nicht. Also das muss ich auch sagen, schätze ich auch, dass man redet miteinander. Das haben wir von unseren Politikern oft nicht gewohnt. Die wollen, die wir wenn sie kritisch sind, die werden einfach weggeschaltet und werden nicht mehr erreichbar. Und das ist auch nicht richtig. Zusatzfrage noch dazu. Ja. Es ist ja eben ein Wahnsinn, dass eure Mitglieder quasi jetzt da mit ihren Briefen vielleicht sogar etwas erreichen, was ja Ziel ist. Was auch wünschen wäre wahrscheinlich für die Bauern. Wäre schön, ja. Aber da werft ihr euch dann wieder so ins Zeug, sage ich einmal. Habt ihr denn da irgendwie von der Interessenvertretung Bauernbund irgendwas vernommen in die Richtung? Damals, ich weiß nicht mehr genau wann es war, 2019 oder auf jeden Fall haben die ja auch mal gestreikt oder demonstriert. In 2016, 16 war das, 2016 21. War's. Immer vor Wahlen, 2016 und 2021. Ja, das kann ich jetzt bewerten. Genau. Ich weiß nur, es war einmal, da war ich damals selbst mit dabei und es ist ja möglich. Und ich glaube, jetzt wäre es
Ja, noch wichtiger fast. Also wir sind ja nicht, dass wir da sitzen und ein Fanbild aufbauen. Wir sind Landwirtschaft. Wir haben eine Standesvertreter, meine Agrarpolitik, wir haben Konsumenten, wir haben einen Handel. Wir müssen trotzdem mit dem Konzert, können wir nicht sagen, wir haben die wilden Hunde, wir machen, was wir wollen, sondern wir müssen mit den Leuten reden einfach. Ich habe sehr wohl Gespräche geführt und ich bin sehr kritischer Mensch, was Landwirtschaft anbelangt. Und ich bin ja vom Bauernbund damals ausgeschmissen worden, ich bin ja nicht gegangen worden, weil sie einfach irgendwo das nicht wollen. Das, was wir da machen, ganz ehrlich, so müssen wir sehen, dass das nicht unbedingt beliebt ist, weil wir einfach das ansprechen einfach. Tatsache ist, ich habe gesprochen mit verschiedenen Leuten, was können wir machen, unterstützen und da macht es da. Es ist momentan null. Was wir da gemacht haben, haben wir auf eigene Initiative haben gesagt, was wir machen. Wir schreiben auch einen Welli und rechtfertigen sie das. Und das ist gut angekommen, weil sehr viele Bauern, die haben wir nicht beschimpft, sondern sie hat selber gesagt, sie war beeindruckt von den fachlichen Schreiben, was die Bauern schreiben. Wir sind nicht nur die, die sagen, du böser Sparer irgendwas oder was, sondern die haben das so gut argumentiert. Sie hat sich das nicht erwartet, hat sie gesagt, wirklich. Sie war beeindruckt. Wäre das nicht Aufgabe, dass da unsere Standesvertretung oder auch, ich sage mal, jeder Berufsgruppe oder Gewerkschaft. Und das wäre unser, dass sie uns die unterstützen, dass wir sagen, sitzen wir sie am Tisch gemeinsam, findet man da eine Lösung. Das kann doch nicht sein. Ich würde heute angerufen, bin herfahren, ein Vertreter von der Firma Garant, der hat gesagt, du, ich komme bei den Bauern raus, ist eine Katastrophe. Du gibst da die Jungen keine Alternative nicht mehr, die haben keine Kaufkraft, die Rechnungen zahlen sie nicht mehr. Warum? Weil man die Landwirtschaft an die Wand fährt. Die waren bereit. Hat er gesagt, wenn du dann 100 Knochen hinholst, sagt er, und du gibst dir aber nicht, also, so geht es aber nicht. Und da bei Landwirtschaft ist es auch so, man ködert es mit irgendwas, aber man gibt dann kein Geld nicht, dass er dann investieren kann. Warum? Die Bauern waren bereit. Da geht es nicht um Arbeitszeit, sondern da geht es um das, er braucht der Geld, dass er investiert, dass er modernisiert, dass er mit der Zeit mittut. Und die Wirtschaft kurbelt immer durch das an. Jeder sechste Arbeitsplatz hängt in Österreich von der Wirtschaft ab. Von der Landwirtschaft ab. Ne? Und da muss man schon sagen, gibt es ja die Bauern kein Geld, die lassen kein Einkommen, ist das eine Katastrophe. Die Verschuldung war nicht so groß, aber auch psychische Druck auch. Wir haben Betriebe, die kennen das, wir haben verschiedene Kummersachen, auch die, was sie möchten bei uns, was auf einmal ansteht einfach. Die haben Stallbau, die haben Bau, die haben glaubt, das geht alles auf die Rechnung, dann feigen sie ein wenig oder da ist irgendwas. Das geht sich vor allem nicht mehr aus einfach. Ich habe selber einen großen Betrieb aufgebaut von nichts. Das schaffen sie in der heutigen Zeit nicht mehr, weil einfach das Geld nicht mehr da ist. Und ehrlich müssen wir sehen, und das verheimlichsten, unsere Politiker sind unterwegs jetzt mit Kalenderkonferenz, wo die Bauern ein wenig am Schmäh halten, die Zeiten sind vorbei mit Schmäh halten. Warum ist die AGÖ so groß geworden, warum haben wir so einen Zulauf? Nicht, weil wir so gut sind oder weil wir so haben, sondern weil wir eine Hoffnung schenken, dass da irgendwas passieren kommt. Aber trotzdem haben wir oft, siehst du eben, wir haben die Hände gebunden, weil uns niemand unterstützt. Und ich habe mit der Nicole gestern da lange über das geredet. Ich habe gesagt, wir haben niemand. Die Molkereien können nicht, die Politik tun uns nichts, es jagt uns aus. Wir haben die einzigen in Österreich hochwertige Produkte und das hat sehr betroffen gestern. Die hat dann wirklich, ich tue nicht schimpfen und Schmäh führen, sondern da geht es ja um Existenzen, was wir da machen. Und das muss uns bewusst sein, der Konsument, wie gesunde Lebensmittel, wir haben einen riesengroßen Betrieb da haben, das könnte unangenehm zu mir kommen, wenn es will. Könnt ihr euch das anschauen über 1000 Stücke Vieh. Die Viecher geht es gut, aber das kostet Geld. Da musst du Arbeitskräfte haben, die Viecher muss gut gehen, aber ich muss auch was verdienen. Ich kann das nicht machen nur eine Show, sondern am Ende des Tages müssen wir alles zahlen können. Und das ist in Zukunft, wenn wir das jetzt nicht schaffen, die nächsten Jahre, machen wir die Landwirtschaft in Österreich kaputt. Das ist viel nicht bewusst. Aber auch ein Handel. Der Handel sieht, der kann schon ausreizen. Aber die Landwirtschaft ist so ausgereizt, dass wir jetzt momentan am Limit stehen, wo es auf einmal nicht mehr geht. Und das müssen wir jetzt schaffen, auch die Regierung. Und es ist ja oft traurig, wenn ich Minister spreche oder wenn wir lang gesessen sind, wie wenig Ahnung das die haben. Die leben in Wien in so einem Parlament, in so einem Ressort drinnen, die wissen ja gar nicht mehr, was da los ist. Ein Minister fährt mal fort mit dem Chauffeur, tut hier, da hier, lauter schöne Betriebe, jetzt fahren wir heim, auf Nacht fährt er wieder heim, na, die Landwirtschaft geht's gut, wir haben bei anderen. Sag ich, du musst einmal fortfahren, eine Woche, ohne dass die wo hinführen, sondern du musst dir die Betriebe anschauen. Einfach los, fahr mit dem Auto, da fährst du zu, da machst du einmal ein Bild, wie es die Bauern geht. Und das geht einfach an. Wir brauchen wieder eine Ehrlichkeit in der Landwirtschaft. Und was wir da machen, wir werden nicht bezahlt, wir sind Idealisten. Wir wollen nicht gewählt werden, wir wollen nichts kriegen, gar nichts, aber wir wollen die Zukunft. Und ich habe meinen Hof übergeben, heuer im August, meinen Sohn, der soll auch eine Zukunft haben, der soll genauso in der Gesellschaft Platz haben, aber der braucht auch Einkommen. Und wenn wir das nicht schaffen, rennen uns die Leute davon einfach. Die Jungen sagen, du, wir gehen in die Firma rein, wir machen zu und fertig. Also uns ist gar nicht bewusst, wenn ich da durch Wien gehe, wie viel das in der Landwirtschaft schon weit fällt. Da muss man so sagen, dass der Versuch mit der offiziellen Landwirtschaftskammer da in dieser Angelegenheit Moosbrugger und Hellenberger vielleicht noch. Mhm. Ja, ich bin mit den Leuten immer in Kontakt. Du kannst es anrufen, heben sowieso nicht. Du schickst dir eine Sprachnachricht, die lesen sie, aber melden sie nicht zurück. Was sind das für Sachen? Wenn du anrufst und rufe dich irgendwann mal nicht gleich, rufe dich zurück, weil das ist menschlich, so du einfach. Egal, ob es du bist oder du bist, wenn du mich anrufst, ist mir ein Anliegen einfach, ob man den mag oder nicht, ob man den rede einfach. Und das hat zu anderen auch nicht. Unsere Politiker tun es nicht.
Und wir werden nachher ins Parlament umgehen. Und das kann jetzt auch, ich habe alle eingeladen da einer. Wir haben angefangen von Frankhauser für die Leute, die Kunden leicht da sitzen, halt auch Kunden sagen, schauen wir sich das an, vielleicht können wir gemeinsam was machen. Die wollen das vielleicht gar nicht oder wollen das nicht, die wollen einfach irgendwo ihren Weg gehen, aber das wird nicht mehr gehen einfach. Und es wird die Konsequenzen haben, dass ein Lasko-Zweig kommen wird, aber nicht mehr so freundlich vielleicht, sondern mal ganz anders. Und da bin ich überzeugt, weil die Bauern haben so, die warten auf das Letter, dass wir sagen können, wenn es nicht geht und nicht mehr wollen, dann gibt es andere Maßnahmen. Das ist traurig, ich will da weder die Konsumenten, ich will weder sonst irgendwen schädigen, aber die Leute sollen sehen, was in der Landwirtschaft passiert. Und unsere Politiker, ich muss sagen, also ich will da jetzt nicht über die schimpfen, aber die haben teilweise sowas von daneben. Also die Art, wir sind. Und ich würde sagen, präpotent, abgehoben, das ist einfach Wörter, die was ich nicht so gern sagen tue, aber so sind sie eigentlich. Der Thorsten hat das eigentlich ganz ins Schwarze getroffen. Man muss ja sagen, diese Nicole Bergmann vom Spar, die ist ja nicht umsonst Unternehmerin, Unternehmenssprecherin des Jahres geworden, die macht ja für den Handelskonzern Spar, macht ja die perfekte Arbeit. Aber genau diese Leute bräuchten wir in der Standesvertretung auch, die für uns Bauern auch genauso perfekte Arbeit machen. Und die gibt es nicht. Ich als Bauer, jeder hat Berufsgruppe der Gewerkschaft. Ich stehe da früh auf, Werk und Tour, einen großen Betrieb. Ich darf mich freuen, wenn ich wüsste, da ist eine Standesvertretung, der was in Wien eine Pressekonferenz macht. Das brauchen die Zukunft, die Bauern. Wir brauchen auch nicht reich werden. Wir brauchen trotzdem eine Zukunft einfach. Aber das geben wir an. Wo ist der Herr Moosbrucker Landwirtschaftskammerpräsident? In Vorarlberg. Warum sieht man den in Wien und nicht bei verschiedenen Sachen? Wo ist der? Der Hechenberger. Unser Präsident der Landwirtschaftskammer. In Oberösterreich, der ist 10. Dezember vor zwei Jahren, ist er Präsident geworden, hat er gesagt, ich werde mich einsetzen für die Bauern im Handel und für die Schleideraktionen. Große wo haben wir denn? Ich habe zwei Jahre nichts mehr gehört. Und wenn du darauf ansprichst, würde nichts mehr hören von denen. Ist das die Aufgabe von einem Landwirtschaftskammerpräsident, dass er gute direkt zum Markt auszeichnet, in die Schulen ein wenig redet, dort ein wenig redet? Das kann er machen. Aber sein Hauptanliegen ist das, dass er in der Öffentlichkeit die Landwirtschaft präsentiert. Und das geht mir auch. Wir sehen unsere Vertreter der Landwirtschaft auf den Fotos, in den Zeitungen. Aber wenn es aktive Anliegen der Bauern gibt, dann hebt man nicht ab, dann ist man nicht vorhanden, dann ist man wie in Luft aufgelöst. Das kann nicht dazu die Zukunft sein für Österreichs Landwirtschaft. Da braucht man ganz, ganz dringend eine Lösung. Und eins möchte ich auch noch sagen, sollte da heute einer kommen, der Minister, der Totschnick, egal, der Moosbrucker, und sagt, guck mal sich zusammen, ich bin der Erste, der was ihm die Hand reicht, sagt er, dann machen wir was. Ich bin keiner, der was hinten nach, ich was gewesen ist, was wir machen, wir brauchen auf Zukunft schauen. Und das werden wir dann hinzuwenden. Genau. Wir sind nicht nur, was gewesen ist gewesen. Wir müssen schauen, dass wir gemeinsam was weiterbringen. Und da brauchen wir eine landwirtschaftliche Standesvertretung, wir brauchen einen Handel, wir brauchen die Konsumenten, wir brauchen die Journalisten, wo ich dankbar bin, dass da seid, die was auch über die Landwirtschaft berichten, wo wir sagen können, leider schaut, was da ist, was da macht. Jeder schaut auf Gesundheit, jeder will gesunde Lebensmittel haben. Und Tierwohl, das brauchen uns nicht die NGO erzählen, das haben wir Bauern, weil wir selber auf das schauen. Aber man muss uns auch Geld geben, dass wir das daheim umsetzen können auf die Höfe einfach. Ja, ja, nur ganz kurz. Wenn man jetzt mit den Bauern spricht, dann hört man ja oft, sie wollen vom Produktpreis leben und nicht von Förderungen. Sie sind ja keine Bittsteller sozusagen. Wenn Sie Bauernmilliarde verlangen, was ist denn damit genau gemeint? Was soll damit bezahlt werden? Soll da das Produktpreis irgendwie gestützt werden? Nein. Also heute zum Beispiel wird sich dann vielleicht herausstellen, ob der Trump oder seine Gegnerin Präsident oder wer da in Amerika noch Präsident, beide wollen halt die Grenzen dicht machen, Zölle erhöhen. Das wird natürlich, egal wer jetzt gewinnt, wahrscheinlich auch den Agrarmarkt in Europa treffen. Oder weil der Weinbereich angesprochen worden ist, viel wird nach Amerika exportiert. Wie kann man da wirken? Thema der Baumilliarde. Das Erste, was ich dazu sagen will, Förderungen, Tatsache ist, dass wir ein Entgelt erhalten für eine erbrachte Leistung. Und das heißt für eine Umweltleistung, für eine Tierschutzleistung, für eine Tierwohlleistung und das alles. Das heißt, das erste, zweite Säule aus der ersten Säule ist eh fast nichts mehr da. Also das ist eh, früher wissen wir, haben wir die erste Säule gekriegt für das Einhalten von gesetzlichen Grundlagen. Heute musst du ja bedeutend über die gesetzlichen Grundlagen aus auch dementsprechend deine Beiträge leisten, damit aus der ersten Säule ein bisschen guter Puls. Zweite ist eh ganz klar, Öpol, UPAC und AZ und sonst was in der Richtung. Das heißt, das ist für uns auch einmal, für das, damit wir es also klar definiert haben, das ist ein Entgelt für eine erbrachte Leistung. Und für dieses, das habe ich früher erwähnt, das wollen wir auch zeitlich zumindest im Jahr der erbrachten Leistung auch bezahlt bekommen. Es ist eh schon
makaber, dass wir bis Ende des Jahres warten müssen, bis zum Monatsabschlussanteil kriegen, aber wir wollen 100% haben. Diese Bauernmilliarde zielt darauf ab, als Reaktion auf die auf den Rechnungshofbericht vom letzten Jahr, Krisenvorsorge und so weiter, und der überwiegende Teil dieser Bauernmilliarde soll als erhöhter Investitionszuschuss, das heißt einerseits Prozentualanhebung, zweitens auch die anrechenbaren Kosten der baulichen Maßnahmen dementsprechend nach oben hinschraufen, aber auch die Agrarinvestitionskredite dementsprechend besser abbilden und die Jungbauern dort abbilden für die Bereiche, wo wir klar eindeutig unterversorgt sind, dass wir uns in diesem Bereich allumfassender und besser und breiter selbst versorgen können. So ist das gedacht. Gut. Und aufgeteilt das vielleicht noch, diese Bauernmilliarde aufgeteilt über die gesamte GAP-Periode als budgetäre Ausgestaltung. Mir hat der Handel erst verzählt, auch in Österreich haben wir ja ganz europaweit so ein flächendeckendes Handeln haben wir, und es wird die großteils, 30% der Lebensmittel werden über Schleideraktionen verkauft. Wenn man hergeht und sagt, man fragt uns Konsument, was kostet ein Liter Milch, ob der 5 oder 10 Cent mehr kosten hätte, das juckt keinen. Und es kommt die Wertschöpfung wieder zurück über die Produkte. Wir verkaufen so viel Armergütesiegel, man sieht es jetzt beim Butter, der Butter kostet 2,79, dann machen wir gleich eine Schleideraktion und verkaufen wieder um 2 Netzen, obwohl der Butter teuer ist, und dann werden Unmengen gekauft. Da ist die Wertschöpfung schon wieder verloren gegangen einfach. Man muss schauen, dass man trotzdem auch die vielen Schleideraktionen, die wir haben, irgendwo, da geht Geld verloren, das sind Millionen. Das war so die Bauern auch die mitgerein, irgendwo mit weniger Schleideraktionen einfach das verkauft. Ja, und das kann ja dann für TTIP sein oder so, dass man, ja, da müsste man ja für einen Freihandel sein mit Amerika zum Beispiel, dass man, es ist ja, kommt ja nicht von irgendwo her, dass Schleideraktionen, weil wir in Österreich so ein flächendeckendes Handelsnetz haben, dass sie sich gegenseitig konkurrieren einfach. Das ist unser großes Problem. Jeder muss alle Woche irgendwo Schleideraktion machen mit irgendwelchen Produkten, und gerade bei den Milchprodukten wird er einfach geschleudert. Es gibt, naja, und grundsätzlich, also jetzt momentan ist er sogar in Aktion, wohlgemerkt, aber Armergütesiegel war günstiger als wie SPG, wo nachweislich keine österreichische Milch drin ist. Also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, Armergütesiegel ist ja fast in allen Bereichen das mittlerweile günstigste. Und ob das der Sinn ist, dass man dafür 27,5 Millionen Euro Marketingbeiträge zahlen, sei dahingestellt. Freihandelsabkommen ist klar, gibt es für uns ein klares Nein, weil alle Freihandelsabkommen immer dazu führen, dass Produkte mit schlechteren oder die zu schlechteren Standards hergestellt werden als unsere nach Österreich kommen und erst wieder die heimischen Bauern unter Druck bringen. Deswegen ist also für uns Mercosur und wie sie alle heißen ein ganz klares Nein. Die Frage jetzt, wenn der Butterpreis in die Höhe geht, weil zu wenig Butter da ist und trotzdem extreme Schleuderaktionen damit gefahren werden, ist die Frage, ob man sich vertraglich vor längerer Zeit darauf eingelassen hat oder ob es irgendwo noch eine Reserven gibt, die man irgendwo aus dem Lager ausschmeißen muss, oder weil es möglicherweise durch die Marktmacht von 3-4 Playern sind, die dazu führt, dass man da die Hosen so weit runterlässt und man keine Marktanteile auch dementsprechend in den Regalen verlieren will. Genau. Alles das jetzt Erwähnte schreit ja eigentlich nach einer starken bäuerlichen Vertretung und einer starken bäuerlichen Stimme. Genau. Gut. Gibt es da hinten noch Fragen? Alle Unklarheiten beseitigt, alle Klarheiten beseitigt. Danke. Dann bedanken wir uns sehr herzlich für Ihr Interesse. Danke auch, dass Sie auch der Landwirtschaft im Gesamten auch Ihr Ohr geschenkt haben. Das ist wesentlich und auch von immenser Bedeutung. Wir wissen, dass die Landwirtschaft das Fundament jeder Gesellschaft ist. Das haben wir auch dementsprechend auch abgebildet, auch in unserem Vorwort und auch im Schlusswort noch einmal abgebildet. Wir wissen, dass große Kulturen, wer seine Geschichte ein bisschen auskennt, mit dem Niedergang der Ernährungssouveränität selbst dann untergegangen sein. Wir wollen einen starken Bauernstand, der leistungsfähig ist, der gesunde Lebensmittel produziert, die sich die Konsumenten auch dementsprechend leisten können. Und wir wollen auch dafür natürlich dementsprechend den Respekt, aber auch die Entlohnung haben. In diesem Sinne, danke noch einmal und einen schönen Nachmittag. Danke. Danke fürs Kommen. Sonja, machst du eins?